Hallihallöchen, Leulings, und herzlich willkommen zu einer neuen Aufnahme von Let's Play Destiny. Wir sind das letzte Mal in der Farm stehen geblieben. Yay. Wir sind im Einsatztrupp, denn die nächste Mission, ab da können wir, glaube ich, jetzt so gut wie alle Missionen zusammenspielen. Ja, ne? Jo, sollte. So viel dazu. Und ich habe einen Brustschutz. Ich weiß nicht, wann ich den bekomme, aber wir setzen den jetzt einfach mal an. Den zerlegen wir gleich mal. Ja, waffentechnisch ist die Auswahl noch nicht so riesig. So, wir sollen zur Erde, zu Defrim. Gut, ja. Dann gehen wir erstmal ins Trostland. Egal. Ich hab ja, da kommt was von der roten Kampagne, aber anscheinend nicht. Hat keinen Bock. Kommt noch. Also wenn ich mir Shadowkeep kaufen würde, oder Forsaken, könnte ich einen Brunnen setzen. Brauchen wir den? Mal ehrlich? Eigentlich nicht. Nein. So, schalten in der nächste Welt frei. Questschritt. Was? Ist hier gerade ein Event, wo wir uns eine Kiste abstauben können? Sieht fast so aus, ne? Nee, ist nicht. Schade. Kiste? Hier ist eine Kiste. Wo ist eine Kiste? Ja. Für Glimmer. Ach da. Glimmerkiste. Ja, geklauft ist geklauft, ne? Oh, damals musste man auch die Ultis hochleveln. Oh ja. Find's aber schade, dass wir es rausgenommen haben. Nimmt auch ein bisschen den Spaß so ein bisschen weg. Weil wir uns jetzt quasi mehr oder weniger direkt das direkt OP machen können. Gut. Oh. Devrim. Gibt's was Neues? Entdecke die ETZ. Ah, Hüter, willkommen in der ETZ. Ich kann jederzeit deine Hilfe gebrauchen, um das örtliche Pack in Schach zu halten. Vom Stadtrand bis zum bis zur Schlucht treiben sich jede Menge Fieslinge in diesen Hügeln herum. Und vom Stützpunkt der Kabale will ich gar nicht erst reden. Devrim K. hält für Hüter, die sich im Kampf um die Rückeroberung der ETZ beteiligen, ETZ-Beutezüge, Quests und diverse Belohnungen bereit. Hilft Devrim, dem nun das ETZ-Abenteuer ein neues Grenzland abschließt. Willkommen zurück. Dieses Mal habe ich dir Tee gemacht. Ah. Leider schon selbst getrunken. Das Kommunikationsnetzwerk. Halt die Fresse. Okay, das während du mit den Gefallenen gerauft hast, hatten wir hier Probleme. Hawthorne hat das letzte Relais auf dem Berg über den Salzminen platziert. Doch selbst aus dieser Höhe haben wir nicht die erwartete Reichweite. Irgendwie seltsam. Aber dieser Signalverstärker sollte das Problem lösen. Wir müssen ihn ihr nur bringen. Gut, ich brauche das nicht vorlesen, das erklärt sich gerade selbst. Triumph abgeschossen, edler Scharfschütze. So, neuer Questschritt, Verbrennung. Bock auf ein Spell? Why not? Decke die ETZ? Ja klar, machen wir mal. Der schneller. Fangen wir an. In der Zentralebene hängt ein Banner. Sieh dir das mal an. Ach der Scheiß, ja ja. Das ist doch nichts anderes als hier, Hier, ja. Ich hab schon eine Geisthölle. Guck mal, ist die nicht hübsch? Wo sind die schon wieder her? Ey, wer so? Ich auch nicht. Scheint, als ob die Gefahr. Ich krieg schon wieder Sachen geschenkt, ich weiß. War das nicht da unten? Ja, ich bin mir nicht sicher. Glaub aber ja. Wir beide brauchen alles, was wir finden können. Guck mal, ob du in einem die Dings machen wir später auch noch, ne? Die Nebenmission. Oh, ne, nehmen wir an. Alle Regionstruhen. Der Scheiße, ich habe auch gedacht, das ist da unten, aber das da unten ist der Lost Sektor, den können wir auch machen. Die Truhe ist da oben, ne? Jo, du hast es schon. Sehr gute Arbeit. Wenn wir überleben wollen, müssen wir jede Chance nutzen. Halte deine Augen nach Brauchbarem offen. Ich will sie öffnen, oder ist da nichts drin? An der Wand der Kirche ist ein Symbol. Ja, Lost Sektor. Und dann schickt er uns jetzt in den verlorenen Sektor. Wie ich es liebe, von A nach B gescheucht zu werden. Erstes Symbol, oder? Nö, gut. Devrim, weißt du, woher das Symbol stammt? Komm runter. Ich bin schon unten. Wollten wohl etwas Besonderes markieren oder etwas Gefährliches.
oder beides. Sehen wir mal nach. Die Geschichte dieser Region ist faszinierend. Ich glaube, Tunnel und Höhlen wie die, in der du gerade bist, erstrecken sich über die ganze ETZ. Ich stelle mir gerade vor, wie wir beide mit unserer gigantischen Bubble auf einmal laufen. Der Gegner läuft links, rechts. Scheiße! Die ist Zielverfolgung, Typ. Deswegen habe ich ein Impulsgewehr. Gute Arbeit da unten. Haltet die Augen nach anderen Verstecken und Schätzen wie diesem offen. Taucht das was? Das ist eine Aufgabe für einen anderen Tag. Keine Ahnung, ich habe meinen Helm von grau zu pink gefärbt. Geil. Aha. Ja, das andere wird dann Leulon. Oh, nehmen wir den Ausgang. So. Die 3 Meter lohnt jetzt nicht zu porten. Naja, nein. Nein. Denk dran, ich bin am Aufnehmen. Dann dauert's immer etwas länger als sonst. Oh Gott. Nicht viel länger, aber... Nicht du auch noch. Ich hab da so einen Typen im Clan, okay? Polaritätsumkehrung heroisch. So. Was war dann? Wir müssen wieder zu Devrim, ne? Ja, ja. Ich geb den Mist mal ab. Wisst ihr? Weiß es nicht, ob wir das müssen. Kann aber sein. Ah, nee, wir haben Schritt 1 gemacht. Das nächste wäre ein öffentliches Event, 2 Bounties und... Achso, machen wir erstmal die Quests weiter, ne? Ja. Was haben wir denn hier? Ah, Bounties mitnehmen kann man. Verbrennung. Ach du Scheiße, gibt das hier viele Nebenmissionen. Wie sind denn nochmal bis Folge 20 hier beschäftigt? Hast du gerade ein Abenteuer angenommen? Nein, die Kampagne. Okay. Ah ne, ich weiß, was ich lieber statt einer Automatikgewehr spiele. Eine MP. Ich wollte gerade sagen, jetzt sag nicht Handfeuerwaffe. Hey Dev, ich sitze immer noch hier oben auf dem Berg mit diesem kaputten Kommunikationsrelais. Wo ist der Signalverstärker? Unsere neue Hüterfreundin ist auf dem Weg. Ich bin zu alt, um hinter dir herzuräumen, Soraya. Na, endlich gibt er mal zu, dass er alt ist. Da habe ich einmal Mist gebaut und du hältst es mir immer noch vor. Oh, das war mehr als nur einmal. Wegen dir habe ich graue Haare. Ja, ja, red nur weiter, alter Knacker. Ja, irgendwann kriege ich auch noch graue Haare. Redet Devrim bei dir? Ja, nee, Soraya. Ja, eigentlich sollte Devrim auch noch zwischendrin mal reden, ne? Hat er auch. Bei mir nicht. Kommst du oben klar, dann mache ich unten sauber. Hier oben lebt nichts mehr. Gut. Ah. Du rennst nicht nach unten. Auch nicht. Der Aufzug sollte. Ich hol mal den Aufzug. Ja. Aufzug. Schade, ich kann nicht rein. Du weißt, ich wollte Suizid begehen. Ja, ja. Wir müssen auf anderem Weg auf zu Hoffmann. Ich bin ein Hüter. Der geht Suizid zu Standard. Irgendwie habe ich die Mission anders in Erinnerung, aber es kann noch kommen. Alles kämpfen, was in ihre schmierigen Krallen bekommen. Ich habe das Gefühl, dass man den Aufzug noch verteidigen muss, aber das kann auch später noch kommen. Ich glaube, hier war das. Aus. Sachen tun. Das wäre fast in die Hose gegangen. Wo bist du denn hingesprungen? Ich hätte fast vergessen, mich abzufedern. Ich bin genau hinter dir, alles gut. Ja, nimm das Scharfschützengewehr mit.
Braucht kein Mensch, aber man muss es sowieso mitnehmen. Einfach durch? Gratis XP sind gratis XP. Das ist auch wieder. Oh, hier oben ist was. Ja. Ich hab den mal ignoriert. Ja. Ich höre, du hast Spaß. Returned. Zu meiner Verteidigung, sie sind zu mir gekommen. Ja, ja. Der ist mir ins Messer gelaufen, 30. Achtung! Du hast wohl ordentlich im Hornissennest rumgestochen. Hat nicht ganz so gut funktioniert. Ich hätte ausweichen können, ich war zu faul. Oh, warte, ich opfer mich. Ich hab hier mal den Mist gemacht und bin mal mit Absicht an einer vorbeigesprungen und Kixi ist voll reingelaufen in der Aufnahme. Well! Das war ja aber jetzt keine Absicht. Nö, das ist ein suizidgefährdeter Warlock, man kennt ihn. Ja, ja. Ich arbeite schon mal du vor. Du weißt doch, ich wollte die letzten drei Mine auch noch mitnehmen. Ich bin eigentlich extra durchgelaufen. Nein, die letzten drei hast du stehen lassen. Echt? Dann bin ich genau durchgesprungen, aber eigentlich wollte ich sie auslösen. Dann habe ich dasselbe mit dir gemacht wie mit Kixi. Entschuldigung! Ah, das war der Mist. Ich springe doch absichtlich rein. So, noch irgendwo ein Servi. Ah, da oben. Die Gefallenen anpissen? Danke, ich bring sie lieber um. Komm her, du Fotze. Headshot. Ich verteile hier auch nur noch Headshots. Au. Michael. Nein. Nein. Ach. So, denk dran. Tanze, Baby. Mach auf hier. Immer schön tanzen, dann wirst du nicht getroffen. Jedenfalls war es früher so. Well. Ich habe mir meine Tänze nicht ausgesucht. Das ist Standardtanz. Ja, bei mir auch. Du hast den Roboter-Tanz, ne? Ja. Ja, ich bin Exo. Aber immerhin, mein Kleid ist schön. Oder mein Umhang vielmehr. Naja, für Anfängerwelten ist es schön. Well, man macht wartet ab. Ja, kann man auch machen. Das überlasse ich dir. Wir werden später das Spermium von Tom noch sehen, oder hast du es nicht mehr? Hm? Das Spermium, den Spermium-Warlock? Gott, Hilfe. Schade, ich fand ihn... Na ja, gut. Los, schieß. Setz dich hin. Hoffmann, wir sind aus der Mine raus und auf dem Weg zu dir. Beeilt euch, dann können wir das Kommunikationsnetzwerk zum Laufen bringen. Und danke für die Hilfe. Du bist gar nicht so übel für einen Schickimicki-Hüter. Soraya, du kriegst gleich einen Headshot. Das Schönste, was ich jemals aus Sorayas Mund gehört habe. Ja, 10. Eine echte Seltenheit, meine Liebe. Du hast's geschafft. Da schuldet Luis mir wohl Geld.
Okay. Mal sehen, ob das funktioniert. Wenn ich die Anleitung richtig verstehe, da kommt ein Signal rein. Hüter, die Stadt ist verloren. Sollte im System noch Licht übrig sein, treffen wir uns auf Titan. Seid stark. Hüter, die Stadt ist Sarala lebt noch? Wenn wir jetzt aufbrechen? Keiner geht nach Titan. Flüchtlinge sind auf dem Weg hierher. Die Rotlegion ist auf der einen Seite, die Gefallenen auf der anderen. Aber wir haben unsere Kräfte zurück. Und wenn wir die Stadt zurückerobern... Deine Stadt ist weg. Hawthorne, wir kommen zurück. Und zwar nicht allein. Du weißt, wo du mich findest. Du würdest uns beiden Zeit sparen, wenn du das hier beenden würdest. Für jemanden, der sich Sprecher nennt, hast du sehr wenig zu sagen. Offensichtlich konnte einer deiner Hüter sein Licht zurückerlangen. Du sagst, du hast keine Macht über den Reisenden und jetzt... Das... Erkläre es mir, Sprecher. Das Licht lebt überall, in allen Dingen. Du kannst es aufhalten, versuchen es einzufangen, doch das Licht findet seinen Weg. Und der Reisende wird sich schützen. Der Reisende. Jahrelang untersuchte ich ihn. Die Welten, die er berührte. Seine Macht über Leben und Tod. Wir sind nicht allzu verschieden, dein Reisender und ich. Du hast nichts mit dem Reisenden gemein. Nichts. Du denkst, du hast Macht, Kontrolle. Ich kenne Leute wie dich. Jemand wie du fängt klein an und wird klein enden. Wirklich selbst die Menschheit auserwählt hat, dann kann ich selbst nehmen, was mir gebührt, das Licht an mich reißen und das System in Schutt und Asche legen. Nur wer vom Reisenden auserwählt wurde, wird im Licht wiedergeboren. Ja, das weiß ich. Deshalb eroberte ich deinen Planeten. Und ließ dich bisher am Leben. Der Reisende wird mich auserwählen, Sprecher. Und du wirst mir sagen, wie. Jo, ist eigentlich ganz nett gemacht mit dieser kleinen Nebenhandlung. Ja. Wollen wir auf die Tarnweide machen oder wollen wir erst die Nebenquests machen auf der Erde? In der ETZ. Lass mal am Taufen Titan rumschlachten. Okay, dann machen wir doch mal die erste Mission von Titan. So, da ist Titan. Nordpazifik. Hoffnung. Yay. Ich hab doch schon wieder mehr. Was? So. Wovon glaubt der Savala Sie? Schön, du hast das Sniper. Und jetzt gehen wir auch noch.
Wenn wir blieben, könnten wir sie unterstützen. Ja, aber wenn Zavala wirklich eine Gegenoffensive auf Titan aufbaut, dann können wir sie alle retten und die Stadt zurückerobern. Vorhutflotte, Güterschiff 723 ist im Anflug. Wir haben euer Signal erhalten und sind kampfbereit. Güterschiff, Zavala hier. Es ist zu spät. Die Schar hat Titan überrannt. Es war ein Fehler, uns hierher zu bringen. Scharschlachten? Klar. Oh, mir wurde eine Cutscene erklärt, wie ich meinen Sparrow rufe. Auf einem Planeten, auf dem man kein Sparrow braucht. Wir können diesen Mond nicht sichern. Und ob wir können. Was? Unmöglich. Commander, darf ich? Hüter, hier spricht Deputy Commander Sloan. Wir müssen eine Gegenoffensive planen. Dazu müssen wir diese Station erstmal auf Vordermann bringen. Eine Flotte muss ausgestattet, Hüter bewaffnet werden und es gilt, jede Menge abgefangene Übertragungen der Rotlegion zu entschlüsseln. Es ist ungemein wichtig, dass wir Zugang zur Kommandozentrale der Station erlangen. Da kommst du also ins Spiel. Wenn du das Licht wirklich wieder hast, dann zeig es der Schar. Ja. Und Hüter, bitte, sei vorsichtig. Was war das hier? Scharbrotstätten. Aus dem goldenen Zeitalter waren einst der Stolz der Menschheit. Wir dachten, sie seien verlassen, aber ich war genau zu denken, die Schar würde sich nicht so weit ausbreiten. Wir sind ja. wir sind eben nicht übereinander hergelaufen. Nein. Definitiv nicht. Oh, ich hab eine neue MP. Ich hab ein bisschen die Orientierung verloren, aber okay. Passt schon. Toll. Und ich krieg ein... Und ich häng A in der Wand fest und B krieg ich einen Granatwerfer. Toll. Ich mag Granatwerfer. Ich auch, aber Raketenwerfer sind mir eigentlich sympathischer. Nein. Definitiv nicht. Schwerter sind am sympathischsten. Das stimmt. Oder im Bogen. Okay, Sloan. Wir sehen das Kontrollfeld. Schwerter. Definitiv Schwerter. Weiter vorrücken. Commander, bei dem Tempo können wir mit der Planung unserer Gegenoffensive anfangen. Dann können wir im 0, nichts vor den Stadttoren aufschlagen. Wenn es doch nur so einfach wäre. Ist es. So viel Heavy brauche ich doch gar nicht. Hi. Tschüss. Hey Gas, ich habe ja auch noch eine MP. Ja, ich glaube, ich benutze mal eine Heavy, bevor das Ding noch weiter überläuft. Ritual durchgeführt. Voller als voll geht nicht. Ja, aber ich lasse eine lila Spur unter mir fließen. Niemand hat Ikora oder Kate gesehen, seit die Stadt gefallen ist.
Ja, ein Granatwerfer. Ich auch. Und noch ein Granatwerfer. Da ist das Kontrollzentrum. Räum den Laden auf, dann kommen wir. Ja, wie gesagt, heavy. Ja, ich bin Spinne gewöhnt. Jeder Spinne gewöhnt. Das ist so. Ach, da unten seid ihr. Ja, ja. Backt nicht in der Wand rum. Stirb. Wir haben es geschafft, Sloan. Perfekt. Untersucht die Umgebung, bevor ihr zum Kontrollzentrum vorrückt. Und es sieht so aus, als ob wir gerade auf eine Scharbrutstätte gestoßen sind. Ich schmier da von meinen Rand. Ja. Ja, mein lieber Geist, untersuch mal diesen Servid, Edward. Mach mal. Ist gut. Haben das Heft beseitigt, sind auf dem Weg zum Kontrollzentrum. Gut gemacht. Sorgt für reine Luft. Wir kommen auf euer Signal. Bei mir ruckelt das immer so ganz einfach, wenn ich einen Finisher am oben mache. Glimmer oder ein Engramm hier oben? Ja, irgendwie sowas, ne? Ach, Glimmer. Immer diese kleinen Störgeräusche. Naja. Glimmer-Cap können sie gerne mal erhöhen. Mal wieder. Ach was, reicht aus. Boah. Andersrum farmst du es ja auch genauso schnell wieder nach. Muss ich jetzt hin, da oben? Ja, ungefähr da. Die Granate hat's geschafft, nur ich nicht. Die Granate hat den Sprung geschafft, ich nicht. Ach, der. Mensch. War jetzt ein. Verstanden. Nicht da, Glimmer? Auf dem Weg. Ja. Oh ja. Die Tür ist verschlossen. Wir haben einen Schlüssel in Form eines Geistes. Wir nähern uns der Landeplattform. Kommt hoch, damit wir euch. Warum zur Hölle nehme ich die Treppe? Weiß ich nicht. Wollte ich mich wirklich einmal. Ich wollte es nicht glauben. Wenn das Licht wieder zu dir gefunden hat, gibt es vielleicht Hoffnung für uns. Unsere Streitkräfte schwinden weiter. Wir können uns und die Überlebenden nicht länger schützen. Und ohne das Licht
sind wir dann überhaupt noch Hüter? Commander! Ohne Generatoren halten wir nicht durch. Wellenenergiewandler liefern den Strom, aber dank der Schar bedürfen sie einer Wartung. Wir kümmern uns drum. Ja, das dachte ich mir. Dieser Satz. Ich habe gehört, morgen gibt es Pommes mit Schnitzel. Ja, das dachte ich mir auch. Weißt du? Weil immer nur so... Ne? Mhm. Ich brauche jemanden, der mir das Auto lackiert. Du sagst, ja, mache ich mir. Ja, das dachte ich mir. Gut, aber was uns hier erwartet und wie es weitergeht, wie wir weitermachen, seht ihr in der nächsten Folge von Let's Play Destiny 2. Bis dahin. Ciao.